Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Zum Geier gehst du? Geh runter in die Lobby. Wohin zum Geier gehst du? Geh runter in die Lobby! Thank you.
benutzt, um etwas aufzunehmen. Ah, hey Dad, also wir sind alle hier in New York, in diesem Hotel, in Queens, genauer gesagt in Astoria, nahe der NQ. Rebecca besorgt gerade Batterien für irgendwas und Sean ist in seinem Zimmer. Keine Ahnung, was er macht. Du, ja, du holst uns was zu essen und ich... Tja, ich soll mich darauf vorbereiten, in ein paar Büros im Bankenviertel einzubrechen. Fühlt sich fast an wie einer deiner Trainingsdrills. 10 Jahre vergehen und dann tauchst du auf und es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Und wir fangen gleich wieder an mit den Verschwörungen und der Paranoia. Nur, dass ich dir diesmal glaube. Ich glaube jedes Wort. Mehr noch. Ich glaube, du weißt nicht einmal die Hälfte. Ich glaube, du weißt gar nicht, was ich alles gesehen habe, wie viel ich in wenigen Wochen gelernt habe. Alles, ehrlich. Es fühlt sich an, als hätte ich 1000 Jahre gelebt. Oder 10.000 vielleicht. Es ist unmöglich zu erklären, aber wenn man so viel von der Welt sieht, durch so viele Augen, kann man nur traurig werden. All diese unglaublichen, intelligenten Leute, die immer wieder dieselbe Schlacht schlagen und dieselben Fehler machen. Weil Kultur und Wissen und Geschichte, all diese Sachen werden nicht genetisch weitergegeben. Jedes Kind auf der Erde muss die Grundlagen von Neuem erlernen. Wie man lebt, wie man überlebt, wie man sich erhebt für die richtigen Dinge. Aber so viel geht bei dem Transfer verloren. So viel wird in jeder Generation hinzugefügt. Es ist eine Schande. Alles muss immer wieder neu erlernt werden. Ich traf Clay, Dad. Clay Kaczmarek im Animus. Ich kannte ihn unter seinem Abstergo-Decknamen, Subjekt 16. Mein Vorgänger. Und er zeigte mir Dinge. Er gab sie mir weiter. Kurz bevor er starb. Oder gelöscht wurde, oder was auch immer. Alles, was er gelernt und was er gesehen hatte. Gott. Soll ich darüber reden? Also, ich schätze, du hast ihn trainiert, oder? Nachdem ich weg war. Er hat zu dir aufgesehen. Und nun, da ich dich mit seinen Augen sah, verstehe ich auch warum. Ich bin froh, dass du ihn hattest, als ich fort war. Aber was er mir gezeigt hat. Unglaubliche Sachen. Und ich hätte nie... Scheiße. Es geht gleich weiter.
die höchste Sicherheitsfreigabe für 17 verschiedene Länder. Die sind sogar berechtigt, Leute zu verhaften und einzusperren. Es ist verrückt. Geh in die Lobby. Sofort. Ja, die haben einen Anruf. Du wurdest nicht gehackt, oder? Nein, Sabrina. Sie ist jetzt schon eine ganze Weile im Urlaub. Beunruhigend, dass nicht mal unsere Arbeitsplätze sicher sind. Stimmt. Vor 2 Monaten ließ ich ein paar Bücher liegen und die waren dann einige Tage verschwunden. Nach ein paar Tagen. Wohin zum Geier gehst du? Geh runter in die Lobby. Zum Geier gehst du? Geh runter in die Lobby!